Hallöchen, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Leider kam jetzt die letzten Tage nichts, sorry dafür, aber es hatte ein bisschen was dazwischen, beziehungsweise es kam etwas dazwischen, sodass ich auch zum Beispiel die Streams nicht machen konnte, die ich eigentlich im Streamplan selbst angegeben habe. Deswegen tut mir wirklich leid, aber jetzt kommt eine neue Aufnahmesession, wo ich hoffentlich wieder gut aufnehmen werde für knapp eine Woche. Das ist zumindest mein Plan. Ich glaube, die Aufstellung habe ich schon gemacht. Sieht für mich zumindest halbwegs so aus. Gut, Remy kann noch rein. Passt like wie Esteves. Die Berliner sind auf Rang. Ah, nee. Dann würde ich schon gerne das so lassen. Denn ich will auf jeden Fall hier winnen. Wir haben von 24 Partien 23 gewonnen. Ein Unentschieden. Da will ich jetzt nichts riskieren. Ich würde schon super, super gerne die 100-Punkte-Marke erreichen. Mal gucken, ob wir das schaffen heute auf jeden Fall. Man muss schon sagen, das schwerste Spiel laut aktueller sportlichen Tabelle. Dazu auch noch auswärts. Also mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. So. Und natürlich auch Hallöchen an alle Zuschauer im Stream. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und sorry, dass ich die letzten Tage jetzt nicht streamen konnte. Aber dafür, wie ich es auch in der Benachrichtigung geschrieben habe, ist kein kleines Goodie oder kleine Wiedergutmachung heute, so ein spontaner Stream. Am Sonntagabend. Mal gucken, vielleicht geht er so bis knapp 1 Uhr nachts. Also könnt gerne dabei sein, wenn ihr wollt. Haben sie auf dem hier und 1:0. Nach 15 Minuten erste Gelegenheit überhaupt in der Partie und direkt ist der Ball drin. So will man das doch haben hier, meine Lieben. Super Einstand. Und noch nichts zugelassen. Direkt die nächste Chance für uns. Unsere Spieler also nicht im Tiefschlaf. Moriba hat den Ball. Ah, gefault. Schade. Okay, kommt direkt ein Highlight. Für uns. Also könnte es gefährlich werden. War es auch, aber nicht ganz so einfach zu verwandeln von der Position aus. Hm, der Keeper mit der Hacke. Auch schon gemacht auf Piontek. Smolenski, aber Collins ohne Problemchen. Pearson auf Hornhand, der schön mit dem Kopf weitergeleitet auf Yusuf Demir. Olaf Wirk hat viel Platz. Tolles Zuspiel, auch ein tolles Zuspiel auf Erling Haaland, aber ja. Der Erling. Der muss noch einige Buden hier machen, um Lewandowskis Rekord von 41 Saisontoren zu schlagen oder zumindest gleichzuziehen. Weil gleichziehen wäre mir ja, wär jetzt nicht so besonders. Ich will schon, dass er den Rekord bricht. Radic, aber den hat Pearson. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt ein Konter. Perfekt. Moriba. Macht er selbst oder schickt er Haaland? Er macht selbst. Das kann er auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Gut, bei Lenk im Haaland. Ah, ja gut, das ist abseits. Schade, hätte wirklich zählen können. War so super knapp. Nee. Aber wie wir das Spiel hier dominieren, das gefällt mir natürlich. Tolles Zuspiel auf Holland und schon wieder eine Gelegenheit, die er nicht reinmacht. Hm. Nur 39% Ballbesitz. Also wir machen aus wenig relativ viel. Ne? Ich kann sagen, wenn wir den Ball haben, geht hier aber mal sowas von die Post ab. Dem hier schön rechts auf Esteves und jetzt Sips abziehen. 2-0. Erste Saisontor. Schön vor der Halbzeit. 22 Punkte Vorsprung, wenn es dabei bleibt. Bei nur noch 30 Punkten, die
insgesamt zusammen sind. Also das kann wirklich schon ein Rekord sein in Sachen früheste sichere Meisterschaft aller Zeiten. Smolensky, ja natürlich. Moinsen Kurios. Wie geht's, wie steht's? Hallöle, schönen Abend. Du kommst rein, direkt ein Gegentor hat, kann nicht sein, ja. Noriba, komm, mach direkt das dritte hier. Ja, nicht so. Nicht immer im Alleingang. Erste wäre schön auf Erling. Und die nächste Gelegenheit, der nicht dreimal. Noriba ein bisschen platt, der kommt auf jeden Fall. Bekommt ein Päuschen. Warum? Cool, was ist denn los? Hast ja gerade ein paar Problemchen mit dem Verein. Bei mir ist alles super. Danke der Nachfrage. Komm, heul dich ruhig hier bei mir aus. Ich helfe dir. Also, du kannst zumindest hier therapeutische Hilfe von mir erwarten. What can I do for you? What is it? Jetzt ein Konter? Nee, da ist aber keiner. Yusuf Demir, ja super, jetzt aber ein Konter. Langer Ball ins Nickes. Mit Spiersen, ach man, auch nicht so gut. Esteves, jetzt aber, komm schon. Langer Ball auf Holland, den macht er nicht. Also manchmal, Erling Haaland hat so eine unfassbar geile Quote, aber der hat manchmal wirklich Partien, da verballert er einfach alles. Olaf. Ja, aber sowas gibt es ja manchmal kurios beim FM, ne? Muss einfach versuchen, vielleicht eine neue Taktik auszuwählen. Hatte ich auch beim letzten FM, wo ich super gut war, auf einmal den nächsten Song. Hat man ein Problemchen. Muss man sich wirklich was überlegen dann vielleicht. Manchmal helfen wirklich kleine taktische Unterschiede, dass es besser wird. Themis. Komm, lass uns mal Themis spielen für... Aha, wobei... Nee, ich habe eine andere Idee. Erling nach rechts für Yusuf. Ich würde gerne unseren Österreicher hier schonen. Eine Bänderzerrung im Knie. Soll ich ihn rausnehmen? Nach 70 Minuten nehme ich ihn raus. Und aber Esposito macht jetzt das dritte. Okay, das war für mich Weltklasse. Nicht der Abschluss, sondern später das Zuspiel von Sebastian. Und der hat gesehen, dass Audrey da läuft. Hat da wirklich die Übersicht behalten. Das war super. Das war richtig gut. Aber damit dürfte das Spiel auch entschieden sein. Camavinga hätte Esposito schicken können. Macht dafür Remis. Komisch, kurios. Komisch. Aber auch das ist manchmal Fußball, ne? Es läuft eigentlich alles super. Dann kommt eine neue Saison. Du bist zumindest nicht schwächer mit der Mannschaft. Und auch nochmal... Ein bisschen viel Platz, ne? Und auf einmal funktioniert nichts mehr, ne? Das kennt man. Ja, das gefällt mir nicht ganz so. Da war wirklich überhaupt niemand bei Krzysztof Piątek. Also so ein bisschen näher am Mann rangehen, das wäre schon ganz gut, ne? Remy Gvardiol! Oh, haben wir den auch nicht rein.
Auch wenn Berlin verlieren sollten, wären die Stand jetzt Zweiter. Also eigentlich ist immer noch sehr gut. Olaf Rück. Ja, wir machen das super, obwohl wir ein Mann weniger sind. Aber man sieht, Berlin hat ganz gute Qualitäten da vorne. Und ganz gute Spieler. Pearson hat ihn super. Genau, ein bisschen verzögern. Bellingham, das war sehr unsicher, aber Remy hat ihn. Perfekt. Schön zurückerobert. Esposito. Schlechtes Zuspiel. Wer geht rein? Nee, gut. Kammerwinger mit einem wichtigen taktischen Foul. Kriegt keine gelbe Karte. Okay. Hätte er schon verdient gehabt, so ehrlich muss man sein. Ist noch Bellingham mit einer gelben. Letzte Aktion. Doppelte Grätsche. Okay. Komm schon, pfeif ab. Super wichtig. Ne? Auswärts beim Tabellenzweiten zu gewinnen. Puh. Toller Start auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession für mich. Für uns. Das war gut. Jetzt haben wir nur noch 9 Ligaspiele, die wir gewinnen müssen. Dann hätten wir 100 Punkte. 100. Und unsere Defensive, anders als bei Kurios, der ja gerade auch das vorhin geschrieben hat, stehen wir eigentlich super. Also da können wir uns nicht beklagen. Ui, ein neuer Follower, Lena Klaus. Dankeschön. Ich ziehe den Hut vor dir. Bist Follower Nummer 620. Oder ihr. Hört sich nach deinem doppelten Account an. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Thank you. Ach, da bist du auch im Chat. Oder ihr. Sehr lieb. So, jetzt ein Heimspiel gegen die Bayern im Pokal. Ich bin schon fast unwichtig. Ne? Ich sag ja, für mich ist die Liga gerade so unglaublich wichtig, um diesen Rekord zu knacken. Wie lange war Erling verletzt? Och, 9 Tage bis 2 Wochen. Ja, wirst du schon mal zumindest die Partie gegen Köln nicht bestreiten können. Das wäre super, wenn wir danach eine Länderspielpause haben. Aber ja, dann nicht gegen Schalke dann. Ja, gut, maximal 2 Partien wird er ausfallen. Aber das ist schon etwas bitter, ne? Ihm fehlen ja noch 10 Tore. Ach, und wir haben noch 10 Partien, nicht 9. Macht ja auch Sinn. So, jetzt noch 2 Tage. Weil man muss schon sagen, bei allem Respekt natürlich, gegen Köln sollten wir zu Hause gewinnen, egal wie wir rotieren. Zumal unser Kader ja eh breit genug ist. Aber das wäre schon Hammer, ne? Von 34 Partien 33 zu gewinnen. Allgemein, überhaupt eine Saison mal ohne Niederlage zu sein, ist natürlich historisch. Haben wir schon mal geschafft, aber da waren es 2-3 Unentschieden zu viel. So, also viel rotieren müssen wir zwar nicht. Wir machen es aber trotzdem. Ihr Team ist, ich will jetzt halt wirklich die vermeintlich stärkste Mannschaft aufstellen. Um auf jeden Fall hier die Bayern zu besiegen. Unterschätzen werden wir sie auf jeden Fall. Auch wenn wir ein Heimspiel haben. Ach, mit Shaylan, das ist ein bisschen schwierig, die Saison. Zwar jetzt schon mehr Partien als in der gesamten letzten Saison, allerdings zuletzt schon eher seltener unterwegs. Ich kann ja zumindest auf die Bank tun. Elias braucht noch 2 Tage. Ja, da sieht gut aus. Dann wollen wir mal ins Halbfinale einziehen. Aber das, meine lieben Zuschauer auf YouTube, gibt es dann erst morgen. Heute mal eine etwas kürzere Folge, weil ich sie auch gerne gleich direkt mal hochladen möchte. Auf Twitch geht natürlich immer noch weiter. Nicht wundern, dass nur eine Abmoderation halt für die Let's Play-Folge. Also morgen dann die Bayern und auch das andere Heimspiel gegen den ersten FC Köln in der Bundesliga, um dann
hoffentlich die Punkte 71 bis 73 einzufahren. Macht's gut, bis morgen um Punkt 13 Uhr mal wieder.